Aber weder konnte die Torhüterin sich auszeichnen. Und da kann man sich auf Rostocker Seite nicht beschweren. Also gute Torhüterin habt ihr heute. Wie bitte? Gute Torhüterin habt ihr heute in der zweiten Halbzeit. Ja, das Mädchen hat sich unwahrscheinlich gesteigert. Also wir haben schlechtere Zeiten schon mit ihr erlebt, aber das, was sie heute hier abgibt bei dem Spiel in der zweiten Halbzeit, das ist wirklich sensationell. Wenn das nicht gewesen wäre oder wenn das nicht so weitergeht, dann haben wir ein Riesenproblem. Ja, hoffen natürlich für die Rostocker, dass sie ihre Leistung bestätigen kann. Und der Ball auf den Knien geworfen, mit vollem Einsatz dabei von Jenny Baumgart. Aber der Ball geht vorbei. Und 7 Meter Entscheidung für Grün-Weiß-Schwerin. Ja, Marie-Louise Weiß. Sie hat jetzt zweimal nach rechts geworfen. Ich würde jetzt sagen links. Etwas spät, aber richtig, Sven. Links und gehalten erneut. Angesprochen, sehr starke Torhüterleistung bis jetzt. Und technische Zeit aus von Grün-Weiß Schwerin. Ja, Sven, was würdest du jetzt als Trainer von Grün-Weiß Schwerin, was würdest du deiner Mannschaft denn jetzt mitgeben? Du ärgerst mich schon genauso wie Steffen. Der hat mich diese Frage auch gestellt, oder mir diese Frage auch gestellt. Tja, steht 27 zu 9. Was soll man seiner Mannschaft da noch großartig sagen, außer dass sie das Ding jetzt hier ruhig und vernünftig mit klarem Kopf zu Ende spielen? Ja, gerade im Jugendbereich könnte man natürlich darauf pochen. Mädchen, steht 0-0. Und jetzt und hier. Na, jetzt spielen wir wieder konzentriert Handball. Wäre das eine Möglichkeit? Das wäre durchaus eine Möglichkeit, aber wie gesagt, ich bin kein Trainer und kann das natürlich schwer entscheiden. Aber ich denke mal, da hat Grün-Weiß die fähigen Leute sitzen, die auch sicherlich sehr gute Arbeit leisten. Ja, dann haben wir hier ein Spiel mit zwei hervorragenden Trainern. Einmal auf Grün-Weißer Seite, wo er als Schwerin als Leistungszentrum doch schon einiges leistet. Und wir haben ja vorher schon gehört von der Rostockern. Die neue Trainerin auf Rostocker Seite ist auch schon mit einem Landesmeistertitel geschmückt und wir wollen gucken, wie das weiter auswirkt. Das haben sie schön gespielt. Nora Müller auf Anne Ide. Aber der Ball muss dann natürlich auch rein. Der muss natürlich ins Tor. Klare, eindeutige Chance. Also mal die Frage nochmal nach oben. Ziel erreicht, 9 Tore sind erzielt. Wie viel werden es noch? Also die zweiten stehen zweistelligen Bereich, wollen wir auf jeden Fall noch erreichen. Und es können auch mehr als 10 Tore werden. Aber wenn man sich eben gerade angeguckt hat in der Timeout-Zeit, wie sich die Mannschaften um die Trainer formiert haben, wie die eine Mannschaft konzentriert bei der Ansprache des Trainers dabei war und wie die andere bei der Rostockern ja, schon ein bestimmtes Maß an Resignation eingesetzt hat und auch das Verhalten sehr nach innen gekehrt war, dann ist eigentlich die Hoffnung, fällt einem sehr schwer, das zu hoffen, dass wir noch erheblich mehr Tore werfen werden in der zweiten Halbzeit. Ja, dann hoffen wir da erstmal das Beste. Erstmal das 28 zu 9 nachgereicht von Kitty Krölle. Und wir haben ja noch 8,5 Minuten. Da ist im Handball ja einiges möglich, da haben wir schon einiges erlebt. Ja. In den letzten 10 Minuten hat allein gestern Grün-Weiß Schwerin 7 Tore aufholen können. Es sind zwar nicht mehr ganz 10 Minuten, aber ein paar Tore sind hier mit Sicherheit noch möglich. Ja, da muss die Einstellung auch dementsprechend dazu sein. Ne? Wenn man es will, dann ist sehr viel möglich beim Handball. Aber wenn ich das Spiel innerlich schon aufgegeben habe, dann ist es natürlich, fällt es sehr schwer, das zu glauben und auch zu realisieren. Ja, das ist richtig, Marie-Louise Weiß, inzwischen mit dem 29 zu 9 für Grün-Weiß Schwerin. Und das ist aber, sagen es auch genau richtig, die Resignation bei den Rostocker Spielern. Es ist wenig Bewegung im Spiel und das macht das Schwerin momentan auch sehr, sehr einfach. Und es rollt momentan ein Konter nach dem anderen.
Jetzt gibt es auch noch 2 Minuten. Gegen Alexandra Kung sind ihre zweiten 2 Minuten. Und der Treffer von Marie-Louise Weiß. Jetzt hat man sich dann auch noch selbst geschwächt mit der 2-Minuten-Strafe. Und jetzt macht man sich durch auch ein resignatives Spiel so ein bisschen das Ergebnis kaputt, sage ich mal. Weil das sieht natürlich auch, wenn der Gegner so viele einfache, schnelle Tore wirft, sieht natürlich auch nicht so schön aus beim Ergebnis hinterher. Ja, richtig. Jetzt aber mal das Tor für Rostock. Die Zweistelligkeit ist erreicht. Charlotte Weber. Mit dem 30-10. Und das war ein taktisches, cleveres Mittel, so viel Platz zu lassen, dass sie mehr. Taktisch cleveres Mittel, so viel Platz gelassen, dass sie in den Schrittfehler reingelaufen ist. Auf Rostocker Seite. Ah, schönes Tor, aber vorher abgepfiffen. Jenny Baumgart war das. Jetzt gibt es 2 Minuten gegen Anne Ide. Und jetzt haben wir gleich eine Überzahlsituation für Nordwest Rostock. Und mal gucken, ob das die Mädchen ein bisschen motivieren kann zu spielen, weil jetzt braucht man Bewegung im Spiel. Richtig, das ist es. Aber das ist auch eine schwierige Phase. Wir haben eben gerade auch beobachten können, dass trotz Unterzahl eben ein Tor gefallen ist. Die Möglichkeit besteht, auch in einer Unterzahlsituation ein Tor zu werfen. Aber sobald im Prinzip die Überzahlsituation eintritt, dann wird die Verantwortung auf die Nebenspielerin abgegeben. Das Durchsetzungsvermögen ist nicht mehr da und schwupp ist die Passivität wieder, hat sich eingeschlichen und es werden keine Tore geworfen. Ja, jetzt füllt Rostock wieder auf und dessen Vanessa Schaffer noch die Gleichzahl ausgenutzt zum Treffer 31-10. Wollen wir uns angucken, wie Rostock damit umgeht mit dieser Überzahl. Aber wenig Bewegung im Spiel, kein Druck auf die Abwehr, jetzt das 1 gegen 1 und das Tor. Da kann man auch Applaus spenden. Josephine Stenzel. Große Lücke im Abwehr von Bund von Schwerin, aber eben in Unterzahl. Jetzt werden wir ja sehen, auch im Verteidigungsfall, wie das jetzt aussieht. Wie die Mannschaft das umsetzen kann, dass sie in der Überzahl ist, ob sie es schafft, den Ball in eigenen Besitz, in die eigenen Reihen zu bringen. Aber so wie das jetzt aussieht wieder, ist es das, was ich vorhin sagte, die Passivität, dieses Geben der Verantwortung an die Nebenspielerinnen. Jetzt eben können wir sehen, dass man läuft einfach am Kreis hin und her, man greift nicht an und das ist genau das Problem. Jetzt sehen wir gerade eine große Überzahl. Situation quasi, hat sie auf links da die Möglichkeit frei durchzugehen. Nora Müller muss abschließen, weil passive Spiel angezeigt. Ja, mir scheint gerade in der Abwehr die aktivste ist die Trainerin gerade. Ja, richtig, genau so ist das. Aber leider Gottes, sie spielt nicht mit, ne? Ja, ist nicht mehr ganz C-Jugend, glaube ich. Ja, das Spiel ist auch gelaufen, ne? Wir haben jetzt noch genau 4 Minuten zu spielen. Man hat nicht unbedingt das Gefühl, dass jetzt die Rostocker in der Überzahl sind, aber nein, jetzt ist auch wieder ausgeglichen. Ne? Die beide Mannschaften sind wieder voll besetzt. Ja, das war eben, ich weiß nicht ganz so, was sie machen. Man springt hoch und geht aber nicht richtig hin zum Wurf, ja. Bricht frühzeitig ab, das sah sehr komisch aus. Ja, das ist die typische, das Problem, die technischen Defensiv, die technischen Probleme, die bei Rostock noch sind, letztendlich
dieses Spiel also voranzutreiben, die einzelnen Leistungen der Spielerinnen beim Durchsetzungsvermögen, die Athletik, Körpersprache, Körperspannung, ganz wichtig. Also da muss man auch mal einen ganz großen Respekt nach oder an die Mannschaft aus Schwerin bringen. Die Mannschaft zeigt sehr guten Kampfgeist, sie ist sehr geschlossen in ihrem Auftreten. Und man hat das Gefühl, dass alle Spielerinnen dabei sind, sie kämpfen aus jeder Position heraus, auch vorhin in einer Unterzahlsituation hat die Schweriner Mannschaft das Beste draus gemacht. Und ich denke mal, dass wir da aus diesem Spielverlauf auch noch einiges lernen können für die eigene Arbeit. Ja, ich denke, das denke ich auch auf jeden Fall, weil an starken Gegnern kann man am meisten lernen. Und Sarah Liebig mit dem Treffer. Und Alexandra Kung war es vorher auf Rostocker Seite zum neuen Spielstand von 32-12. Da hat man, holt man bei Rostock einen neuen Kreis. Und das ist eine 3-3-Deckungsformation jetzt bei Schwerin. Und der Treffer. Josephine Stenzel. Ihr zweiter Treffer in diesem Spiel. Und das 1-1. Ja, wir hatten lange nichts mehr zu tun für dich, Sven. Kein 7 Meter im Spiel. Ist auch ein bisschen Passivität jetzt bei Schwerin. Jetzt wird der Spielzug gestartet. Und da verliert sie den Ball. Ballbesitz Rostock. So, wir haben jetzt noch knappe Minute zu spielen. 1 Minute 15. Sven, wie viele Tore fallen noch? Ich würde sagen maximal 2. Ja, das. Der Ball ist weg. Schön gehalten. Und jetzt der Konter von Schwerin. Meiner Ansicht nach. Und Marie-Louise Weiß mit ihrem Treffer zum 33-13. Also mal der Angriff für Rostock. Nein, es gibt den Konter für Grün-Weiß-Schwerin. Und der Treffer durch Marie-Louise Weiß. 3 Sekunden hier vor dem Ende. 34-13. Noch einmal die Chance. 15 Sekunden haben wir noch. In diesem Spiel. Und vielleicht noch ein drittes Tor zu erzielen. In der letzten Minute. Jetzt muss der Wurf kommen. Der Wurf kommt. Abgefangen. Und damit ist Schluss hier. 34-13 gewinnt der SV Grün-Weiß-Schwerin gegen den SV Nordwest Rostock. Ich bedanke mich bei den netten Eltern hier aus Rostock und bei Sven als Co-Kommentator. Vielen Dank. Und wir sehen uns dann wieder bei der nächsten Sendung von Sport in Schwerin.